So, hier sehen Sie jetzt unsere beiden Hauptmontagestraßen. Dieses Fahrgestell rollt in 2 Stunden und 32 Minuten als fertiger Wagen aus der Halle, getankt und fahrbereit. Links und rechts der Montagestraße laufen die Bänder der Vorfertigung. Dort werden Achsen, Bremssysteme, Elektroinstallationen und dergleichen zusammengebaut und werden nach einem genau festliegenden Zeitplan dem Montageprozess zugeführt. Ich zeige Ihnen die einzelnen Takte. Zuerst werden die Federlager und die Federzapfen eingesetzt. Bei Takt 2 werden die Federn angesetzt. Ah ja, die Hinterachsstützen und das Bremsaggregat. Ja. Und hier werden die fertig montierten Achsen angebracht. Ist das jetzt Vesperpause? Nein. Auf dieses Zeichen fährt das Montageband einen Takt weiter. Treten Sie bitte zurück, das Fahrzeug wird gewendet. So, jetzt kommen wir zur Hauptsache. Hier wird der Motor mit Getriebe eingesetzt. Und damit sind alle wesentlichen Aggregate am Fahrzeug. Bei Takt 7, 8, 9 und 10 werden Kleinaggregate montiert. Dann kommt der Wagen in die Spritzbox. Parallel zur Hauptmontagestraße werden drüben die Fahrerkabinen fertig gemacht. In etwa 35 Minuten ist eine Kabine fertig. Nachdem die Kabinen durch die Lackierbox gelaufen sind, werden sie hier dann weiter ausgerüstet. Sie suchen dann aus den verschiedenen Sorten, die hier oben hängen, das Fahrerhaus heraus, das der Kunde sich gewünscht hat? Nein, die hängen alle schon in der richtigen Reihenfolge, vom ersten Montagevorgang an und kommen dann zu einer genau festgelegten Uhrzeit in der vom Kunden gewünschten Ausführung und Farbe hier an und werden dann aufgesetzt. Langsam kriege ich Angst, ob es für meine Sonderwünsche noch reicht. Sämtliche elektrischen Verbindungen zur Kabine werden durch diese beiden Stecker hergestellt. Ja, das ist sehr gut. Ist sonst ganz ungebräuchlich. Na, wir haben das schon lange. So, nun haben Sie das meiste gesehen. Die Transportwagen werden entfernt und dann können Sie sich reinsetzen und losfahren. Das ist eine tolle Organisation. Wann können Sie Ihren Wagen abholen? Weiß ich noch nicht. Meine Sonderausführung braucht Zeit. Herr Hauptmann, bitte zu Herrn Büssinger. Herr Hauptmann, bitte zu Herrn Büssinger. Na, endlich. Vielen Dank für die Führung und auf Wiedersehen. Na, hoffentlich klappt alles. Wiedersehen. Entschuldigen Sie, Herr Hausmann, dass ich Sie so lange warten lassen musste. Oh, ist ja nicht tragisch. Mir ist ja was geboten worden. Besser hätten Sie mich gar nicht davon überzeugen können, dass aus meinen Extras wohl nichts werden wird. Sie werden lachen. An Ihrer Sonderausführung wird schon gearbeitet. Oh, danke. Nur den Termin können wir leider nicht halten. Naja. Um wie viele Wochen haben Sie mich denn verschoben? Nur um 4 Stunden.
Ihr Wagen rollt nicht wie vorgesehen um 11:30 Uhr vom Band, sondern erst um 3:45 Uhr. Na, die paar Stunden werde ich ja wohl noch mit Fassung zu tragen wissen. Ja. Wenn Sie bitte den abgeänderten Vertrag noch unterschreiben wollen. Ja, gern. Übrigens hat Ihnen Herr Britzke für Ihren alten Wagen einen sehr anständigen Preis angesetzt. Mein gepflegtes Fahrzeug hat seinen Wert. Wenn es sich auch in einem Steinbruch die ganze Kardanwelle ruiniert hat. Da bleibt nichts zurück. Solange wir pausieren müssen, habe ich meinen Beifahrer an die Reparaturwerkstatt ausgeliehen. Das müssen Sie mal sehen. Vor lauter Gewissensbissen arbeitet der wie verrückt. Wenn meine Kupplung bis heute Abend drin ist, soll es euer Schaden nicht sein. Sprechen Sie doch mal mit dem Werkstattmeister. Der teilt die Arbeit ein. Aber der ist doch stur. Dem ist doch völlig wurscht, ob einer seinen Wagen dringend braucht oder nicht. Tja, wenn einer nicht selber fährt, dann kann er es auch nicht so beurteilen. Genau. Philipp! Philipp! Wenn ich unseren Terminplan so anschaue für den neuen 38-Tonner, da sehe ich noch gewaltige Löcher. Vom 12. bis zum 14. haben wir noch keine Frachten, ab 27. Da ist auch noch nicht viel los. Mit der Zeit wird es schon laufen. Ja, Sie haben gut reden, Sie sind dick drin, aber wir? Also was ist jetzt mit meiner Kupplung? Also wenn wir Überstunden machen würden, wird es vielleicht gehen. Aber ich habe ja keine Zeit, ich muss ja dauernd rumtelefonieren wegen Fracht für unseren neuen. Ah, hier. Den 12., 13., 14. muss noch was her. Und ab 27. sehe ich sehr schwarz. Nee. Leider kommen wir heute nicht mehr dazu, Ihre Kupplung zu reparieren. Für den 12. und 13. hätte ich dir vielleicht etwas. Zweimal Pressspanplatten ins Rheinland, die fahren wir sonst immer. 12. und 13. Pressspanplatten. Geh schon mal rüber. Fang an. Ich komm gleich nach. Wo muss ich laden? Spangenberg Oberhaus. Ah, danke, das kenne ich. 6:30 ist Ihre Kupplung drin. Wo treibst du dich denn wieder mal rum? Wir haben Schwierigkeiten mit dem Schraubenbolzen. Aber der Franz hilft mir. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wir sollen sehen, dass er seine Kupplung endlich einkriegt. Ja, wir machen Überstunden. Meinetwegen, aber die Schraubenbolzen setzt du gefälligst alleine ein. Ab. Der 28. und der 30. könnte ich euch einen fetten Brocken verschaffen. Von Serve nach Nürnberg, mit Rückfahrt. Ab wo? Ab Freiburg. Aha. Passt. Und was haben Sie? Gebrochenen Ventilstößen. Morgen Mittag? Ordnung. Guten Abend, Herr Wagner. Ach, Herr Hausmann, schon zurück. Wie war's? Alles in Ordnung. Na, sehen Sie. Ach, bevor ich's vergesse. Sie holen Ihren Wagen doch direkt im Werk ab. Ja, warum? Herr Britzke meinte, ob Sie Ihren alten Wagen nicht bis dort mitnehmen könnten. Wir stellen der nächsten Woche in Ulm einen Transport Gebrauchtwagen nach Jugoslawien zusammen. Gerne. Eine Abschiedsfahrt mit der alten Mühle. Warum nicht? Hm. Wie weit ist denn Philipp mit der Kardanwelle? Ja, der scheint fertig zu sein. Das glaube ich kaum. Auweia, jetzt bin ich dran. Du hast nur den ganzen Tag getrieben. Der Wagen steht doch noch da wie heute Morgen. Chef, ich war unermüdlich für die Firma tätig. Wir haben Aufträge, noch und noch. Und die Kardanwelle? Ja, die ist doch nicht so wichtig. Ob die wichtig ist? Mit dem Wagen stehen wir morgen pünktlich 3:30 Uhr in Ulm. Warum kriegen wir unseren neuen noch nicht? Doch, 3:45 Uhr. Prost. Prost. Prost! Mann, der wird Augen machen, ne? Wie ein Auto. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Du kommst mit. So weit kommt's noch. Sie verdrücken, wenn es um einen Freundschaftsdienst geht. Wer morgen nicht dabei ist, wird geschnitten. Mit dem reden wir kein Wort mehr. Kann ich nicht nachkommen? Du fährst im Bus wie wir alle. Was fängst du da überhaupt mit deinem eigenen Wagen an? Steckst du den vielleicht in die Tasche? Will noch jemand was? Die Küche macht in 10 Minuten zu. Ja, einen Rostbraten bitte. Ich muss mit der Grundlage für morgen anfangen. Sie nehmen sich aber viel vor. Na und doch. 2 Rostbraten. Haben Sie alle benachrichtigt? Selbstverständlich. Nur den Schüler habe ich nicht erreicht. Ach, dann hängt er noch in Kiel. Und was ist mit Ihnen? Oh, ich komme natürlich mit. Abend. Abend.
Guten Abend, Herr Hausmann. Guten Abend, Lilly. Gibt's noch was? Wenn er gleich bestellt? Dann hätte ich gern ein Bauernfrühstück Spezial. Spezial gibt's heute nicht. Ich bin allein und außerdem muss ich morgen früh raus. Ach, dann nehme ich ein paar Würstchen. Nee. Wir bekommen zwei schöne Rostbraten. Und eine Runde kurzen. Oh, Martin, was ist denn bei dir ausgebrochen? Morgen bekomme ich meinen neuen Wagen. Ah, das muss gefeiert werden. Und wie fühlst du dich? Ich ein bisschen Bammel? Wieso Bammel? Na ja, 24 Tonnen Fracht müssen erst beisammen sein. Tag für Tag. Haben wir. Mit dem Maul vielleicht. Du wärst der Erste, der gleich auf Anhieb voll belegt ist. Solange die Raten laufen, tut das Rumstehen am meisten weh. Wir stehen nicht rum. Wer es glaubt. Philipp, dein Kalender. Bitte, Chef. Danke. Hier, die nächsten 8 Wochen, fast jeder Tag belegt. Kaum mehr Zeit zum Pflegedienst. Bitte, meine Herren. Mensch, wie machten ihr das? Ganz einfach. Köpfchen. Moment. 2 sind für uns. Vorsicht, die Runde bitte. Und fast lauter gute Fuhren. Gratuliere. Prost! 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 Martin, sind die Aufträge alle echt? Was soll denn das heißen? Morgen früh hast du ja den neuen Zug noch gar nicht. Und für morgen früh steht drin, 7.30 Uhr Vereinigte Glanz, 22 Tonnen Kunstdruckpapier nach München. Den Auftrag habe ich vorige Woche schon angenommen. Ich muss mich im Datum vertan haben. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Jemand muss den Transport übernehmen. Wer von euch hat denn morgen früh Zeit? Kunstdruckpapier bringt was ein. 22 Tonnen hätte ich gerade noch frei. Da fällt mir gerade noch ein, dass ich morgen nicht kann. Schade. Und was ist mit dir weiter? Hast du schon mal erlebt, dass ich von einem Tag auf den anderen noch frei bin? Na, wenn ihr beiden euch zusammentut. 11 Tonnen geht auf jeden von eurem Wagen. Schon, Martin. Ich würde ja gern den Gefallen tun, aber morgen geht's leider nicht. Zahlen bitte. Zusammen. Hey. Also Kinder, das darf doch nicht wahr sein. Irgendwer von euch muss doch frei sein. Tja, du hast ja einen schlechten Tag ausgesucht, Martin. Morgen ist doch der BAG-Kongress und die Hängervorführung. Ach so. 22,50. Tja. Hier ist der Rostbraten. Für mich wird's auch Zeit. Wiedersehen, Martin. Und alles Gute morgen. So, kann's losgehen. Stellen Sie sich vor den Kühler, aber lassen Sie Platz für mich. Gut so? Nein, weiter nach links. Halt, nach der anderen Seite, nach links. Bitte. Oh, lass doch den Quatsch, sonst kommen wir heute überhaupt nicht mehr weg. So ist gut, bitte stehen bleiben. Achtung! Tja, das war's dann wohl, nicht? Na, nun lassen Sie es mal gut sein, Mutchen Stadler. Ist doch bloß ein Haufen altes Bleck. Ich weiß, aber immerhin ist mein Mann 5 Jahre lang damit rumgefahren. Er hätte sich längst einen neuen zugelegt. Wenn man wenigstens wüsste, wer ihn in die Hand bekommt. Mein Oskar hätte nie zugelassen, dass der Wagen nach Jugoslawien verkauft wird. Ich möchte nicht sehen, wie der in kurzer Zeit aussieht. Ja, da kann ich Sie beruhigen. Die haben sehr gute Fahrer, genauso gut wie wir. Und außerdem halten sie einen alten Wagen viel mehr in Ehren, weil sie nicht alle Augenblicke einen neuen kaufen können. So, meinen Sie? Übrigens, Frau Stadler, wenn Sie auf Ihrem Foto was drauf haben, hätte ich gerne 2 Abzüge. Vorsichtshalber mache ich beim Wegfahren noch eine Aufnahme von euch. Wiedersehen, Mutchen Stadler. Wiedersehen. Und vergessen Sie nicht, was ich Ihnen über das Einfahren mit dem Neuen gesagt habe. Die ersten 500 Kilometer entscheiden, wie lange die Maschine läuft. Ist gut, Mutchen Stadler. Zusammengeschrieben, deine Memoiren? Nein, eine Betriebsanleitung für unseren Nachfolger. Na, schließlich haben wir ja einiges in unseren Wagen eingebaut. Vor allen Dingen an elektrischen Dingen. Und ohne Schaltschema.
Tut man sich dann halt schwer, wenn was nicht funktioniert. Ja, ist keine schlechte Idee. Ich fürchte nur, die Jugoslawen werden sich schwer tun mit Lesen. Kaum. Ich habe nämlich Fotos dazwischen geklebt. Oh, alle Achtung. Ach, ich komme mir vor wie bei einem Betriebsausflug. So was Ähnliches machen wir ja auch. Keine Ladung, wenig Kilometer und viel Zeit. Unheimlich viel Zeit. Schon gesehen? Der wird schon noch kommen. Los einsteigen, sonst kommen wir zu spät. Ah, da kommt Emil. Land in Sicht. Jetzt wird mir wohler. Nimm mir nicht schon mal einen zur Brust, nehme ich ab ungeheuren Durst. Kommt überhaupt nicht in Frage. Los, mach, dass ihr reinkommt. Sadist, einmal im Jahr nicht fahren müssen und dann nichts zu trinken. Das ist zu viel. Du wirst heute schon auf deine Kosten kommen. Du fährst voraus, damit wir dich nicht aus den Augen verlieren. Du bist unser wichtigster Mann. Los. Ah, da vorne am Bahnübergang, da geht's nicht weiter. Wir haben Zeit. Viel Zeit. Mann, wie kann man bloß so blöd in der Gegend rumkutschieren? Es wird höchste Zeit, dass ihr auch einen Führerschein machen müsst. Wenn ich aus meinem Feld rausfahre, muss ich ausholen. Das haben wir immer so gemacht. Da ist noch nie was passiert. Dann machen Sie wenigstens die Augen auf. Pennen können Sie zu Hause wieder. Na, klang's mir aber. Wenn Sie nicht die Tiere gefahren wären, wären Sie noch zehnmal halt können. Das können Sie doch nicht verurteilen mit Ihren komischen 2 PS. Ach, Sie sind schuld. Sie wollten mit Gewalt vorbeidrücken. Wer ist schuld? Sagen Sie das noch mal. Schleicht schwer, aber haben Sie Unverschämter. Ringfrei, Runde 1. Sie sind schuld. Sie haben mit Gewalt vorbeidrücken wollen. Wer ist schuld? Brauchen die Herren einen Schiedsrichter? Was willst du denn, du komischer Vogel? Unsere Hände gehen dich einen Dreck an. Augenblick, bitte. Können Sie uns vielleicht verraten, wann Sie mit Ihrer Klopperei fertig sind? Wir müssen nämlich hier durchfahren. Ach so. Der soll zurück, dann reicht's. Ein dummes Geschwätz. Haben Sie schon mal ein Pferd mit dem Rückwärtsgang gesehen? Sie müssen zurück! Da ist mein Kotflügel im Eimer! Der hängt an der Narbe fest. Der Bauernwagen muss zurück. Aber wie? Da spannen Sie Ihre Pferde doch hinten an, da kommen Sie rückwärts. Ja, eigentlich hätten wir sie ja zurückziehen können. Wir haben heute frei. Aber wenn du das von dir so fein eingefettete Abschleppseil aus dem Kasten holen willst, bitte? Nee, heute lieber nicht. Ist das euer Wagen? Warum? Meinen Sie, wir haben den geklaut? Naja, ihr seht nicht gerade aus wie Fernfahrer. Wir machen heute unseren Betriebsausflug. Also, ich bin soweit. Wir gehen an die Deichsel. Lassen Sie mich das machen. Gut. Da schieben wir an der Seite. Wir können. Hi. Ja. Hi. Hi. Halt, der Kotflügel. Hi. Hi. Halt! Nicht so stark einschlagen! Ach was, weiter! Hü! Halt! Halt! Weg! Hey, ist dir die Krawatte verrutscht? Ach, das haben wir ja prima hingekriegt. Aber Hauptsache, wir kommen durch. Ach, red kein Blech. Was ist denn das hier für eine Strecke? Keine Ahnung. Wann kommt der nächste Zug? Der Mittagszug. Der kommt um 11:30. Oh, das ist noch eine gute Stunde. Ja, wenn wir alle kräftig anpacken, sind wir mit dem Aufladen fertig. Bis ah, vielleicht wäre es doch besser, am nächsten Bahnhof Bescheid zu sagen. Mein Wagen bleibt stehen, bis die Polizei den Unfall aufgenommen hat. Hol den Wagen, Philipp. Sonst müssen wir hier noch helfen. Ja, wir haben leider keine Zeit. Beeilen Sie sich. Man kann nie wissen. Auf alle Fälle werde ich den Bahnhofsvorstand verständigen. Muss sowieso da vorbei. Erst muss die Polizei her. Macht's gut, ihr Streithammel. Halt, Sie müssen da bleiben als Zeuge.
Ich mache die größte Wette, bei denen stinkt was. So wie Sie was von der Polizei gehört haben, hat sie ihn plötzlich pressiert. Das sind doch nie Fernfahrer. Sagen Sie, kommt der Mittagszug schon? Nein, erst in 50 Minuten. Warum? Mein Name ist Hausmann. Sind Sie der Bahnhofsvorstand? Ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass da vorne auf dem unbeschrankten Bahnübergang mit dem Blinklicht ein umgestürzter Wagen auf der Strecke liegt. Verdammt, schon durch. Was, in der Mittagszug? Nein, ich habe eben einen Güterzug ausfahren lassen. Geht der Weg da immer an den Schienen entlang? Ja, bis zum Übergang. Danke. Kann noch nicht so weit sein. Ja, hoffentlich. Mann, fahren Sie doch nicht über den Haufen! Idioten! Ziehen Sie mich davor, dann reicht's! Erst wird aufgeladen, wir haben Zeit. Quatsch doch nicht, wenn Sie das nicht aushält, können wir sie niemandem mit gutem Gewissen verkaufen. Au! Ist was? Oh, ein feiner Betriebsausflug. Mittagszug? Ach wo. Das Blinklicht! Los, weg! Maßarbeit, bravo! Bei uns wäre nicht viel passiert. Aber von dem Wagen wäre kaum mehr was übrig geblieben. Ja, das glaube ich gern. Schönen Dank fürs Bremsen. Bei mir brauchen Sie sich nicht zu bedanken. Wenn die beiden mich nicht gewarnt hätten. Da ist alles in Ordnung. Am Wagen schon. Aber schauen Sie mich mal an. Die blöde Pumpe hat Öl abgelassen. Siehst du in der Mitte? Ja, und rechts bin ich an der Klinke hängen geblieben. Der Anzug ist noch keine 4 Wochen alt. Lotscher ist da alles. Das habe ich gern. Erst fahren wie eine Sau und sich hinterher noch drüber lustig machen. Ich krieg alles ersetzt.
Wie verlangst du denn für die Beule? Oh. Ein edler Körperteil ist ja nicht verletzt worden. Verfluchte Mistkarre. Ich bin froh, wenn ich den alten Kasten nicht mehr sehe. Ah, wer weiß, ob der neue so geländegängig ist. Und satteln Sie den Auflieger gleich auf. Vor 4. Wenn die ihr Programm einhalten, müsste das Martin seiner gewesen sein. Ich möchte bloß wissen, wo er bleibt. Vielleicht hat sein Dicker wieder mal verpennt. Oder die alte Mühle ist ihm noch auf den letzten Kilometern zusammengebrochen. Na, da hinten kommt er an. Los, Rick, er darf uns auf keinen Fall sehen. Komm schon. Ja. Eigentlich sieht er ja noch tadellos aus. Na und ob. 100.000 macht er noch bequem, wenn er gepflegt wird. Guten Abend, Herr Hausmann. Wo bleiben Sie denn? Ihr Wagen ist schon längst vom Band. Oh ja, ich weiß, aber wir sind unterwegs hängen geblieben. Kommen Sie bitte mit, in einer halben Stunde ist hier Feierabend. Ich habe alles abgesperrt. Hier sind die Schlüssel. Was für Schlüssel? Na, von dem Wagen. Von dem alten. Lassen Sie sie stecken. Ja, einfach offen lassen? Was glauben Sie denn, wer von dem alten Karren noch was will? Ja, aber... Komm, Philipp, steck sie wieder rein. So, Herr Hausmann, dort drüben steht ja neuer. Ist doch was anderes. Zugelassen, Nummern dran, alles fix und fertig. Kommen Sie bitte mit. Achtung, Sie kommen! Hier sind Ihre Papiere, bitte. Okay. Nun brauchen Sie mir nur noch den Empfang zu bestätigen, dann können Sie losfahren. Philipp, bücken! Danke, Hausmann. Und nun, gute Fahrt. Danke. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Los, steig ein, Kugelblitz. Chef, der Beifahrersitz ist einsame Weltklasse. Wie wär's? Nee, nee, du Schlauberger. Die ersten Kilometer fahre ich selbst. Was war denn das? Keine Ahnung. Hä? Nix. Ihr Halunken,
Ich dachte, ihr seid alle unabkömmlich. Sind wir ja auch. Wir wollten ja die erste Fahrt ein bisschen erleichtern. Ein leerer LKW liegt so schlecht auf der Straße. Weil man beim LKW nicht im Stehen transportiert werden darf, haben wir uns was zum Sitzen mitgebracht. Wozu braucht ihr das Fass? Da ist Kühlwasser drin. Oh, das brauche ich nicht. Fahre luftgekühlt. Aber dann müssen wir es ganz schnell leer machen. Hoch die Tassen. Du wolltest doch fahren. Ja, mit so einer wertvollen Last traue ich mich nicht alleine. Wenn du einen guten Beifahrer brauchst, stelle ich mich gerne zur Verfügung. Gar keine schlechte Idee. Und ich kann mich ja dann als Anstandsbauer zwischen euch setzen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist bei uns hier hinten unabkömmlich. Philipp, steig ein, aber fahr nicht so schnell, sonst werden wir seekrank. Komm, Lilly. Halt, halt, halt! Du hast heute nichts zu sagen. Philipp, abfahren, aber immer schön beide Hände am Steuer lassen. Wegen der Kurve. Raus!